Mysteriöse Kriminalfälle auf. Herzlichen Glückwunsch zum dritten Platz, Harald Mark. Herzlichen Glückwunsch! Herr Mark, Entschuldigung, ich habe keine Hand frei. Ich würde Ihnen gerne eine geben, aber Sie kriegen diese schöne Urkunde. Herzlichen Glückwunsch. Der Degussa, 3 Weihnachtstaler aus Hamburg, aus München, aus Berlin und alles Gute. Werden Sie das zu Hause aufhängen, Herr Mark? Ich habe es mir noch gar nicht angeguckt. Das ist eine berechtigte... Ja, da haben Sie recht. Also ich finde es sehr gut. Seit 2015 ermittelt er als Kommissar Sebastian Fleischer beim Frankentatort. Herzlichen Glückwunsch, Andreas Leopold Schubert. Und auch hier gibt es natürlich einen Gewinn, lieber Andreas Leopold, von Herrn Löhmann. Weißt du schon aus dem Kopf was? Gold. Ja, Gold. Zweiter Platz, Gold. Und zwar die Goldbarren? Ja, also für den zweiten Platz gibt es 3 Goldbarren, 5 Gramm, 2,5 Gramm und 1 Gramm. Und auch von unserer Seite wieder herzlichen Glückwunsch für Sie und alles Gute. Dankeschön. Super, klasse, vielen lieben Dank. Eta, soll ich dir helfen? Ich trage dich. Er hat sich als Jugendlicher oder als Kind in Theater AGs ausgetobt. Er hat an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg absolviert, wollte eigentlich Skilehrer werden. Den Skilehrer durfte er dann 2002, weil sie haben Knut auch schließlich spielen. Er ist dieses Jahr noch zu sehen in Kleiner Junge, großer Freund. Seit 2015 ermittelt er in der Hauptrolle als Kommissar Claudius Zorn in der TV-Serie Zorn. Der erste Preis geht an Stefan Luca. Herzlichen Glückwunsch, Stefan Luca! So, genau, Stefan ist nicht da. Der kommt um 23 Uhr zu uns, der dreht momentan. Der ist quasi auf dem Weg, so kann man es ja sagen.